Und ihr befindet euch vor der Kantina. Wir haben irgendwo die Map von Mos Shooter. Schwupp. Oh. Ihr seht eine große Map. Solltet ihr zumindest. Ja. Ja. Und ihr befindet euch... Oh, da ist die Kantina. Ja. Ihr seht schon ein paar Dinge, die richtig sind. Hier oben ist die Hangarbucht Aurek. Dort, wisst ihr, befindet sich die Great Fang. Vielleicht noch recht interessant, hier gibt es das Raumhafen-Kontrollzentrum, was ihr kennen solltet. Hier hinten ist der Palast des Hutten Temo. Der Ort, von dem ihr halt vor allen Dingen schnell weg wollt. Und hier befindet sich der Schrottplatz, von dem ihr ja gerade schon gehört habt. Und natürlich gibt es noch ein paar mehr Sachen, die sind alle beschriftet. Es gibt unter anderem, also ihr wisst, es gibt einen Weg, um auf die Fläche von Tatooine zu kommen. Das hat dieser Elektrozaun hier unten mit dem Tor, was wahrscheinlich jetzt verriegelt unter Strom gesetzt ist, damit ihr halt nicht rauskommt. Und damit gibt es halt tatsächlich keinen Weg, auf die planetare Oberfläche von hier aus zu kommen, weil es auf so einem Hochplateau liegt. Und man halt irgendwie 10, 20 Meter steile Klippe runterspringen müsste, wenn man da gerne weg möchte. Okay. Wissen wir dann, welches Teil wir brauchen für das Schiff? Ja, tatsächlich wisst ihr das. Das ist ein HMRZ. Ein Hypermaterie-Reaktorzünder. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich mache mich auf den Weg zum Schrottplatz. Allerdings möchte ich dabei hinten rumgehen, hinter die Kantine. Nicht, dass ich gesehen werde, weil ich denke mal, so als blauäugiger Droide fällt man da schon ein bisschen auf. Warte mal, ich habe darum gehen. Genau. Ja, ich habe doch so einen Mantel an, wie ich das so richtig sehe, oder? Ja, du hast so einen coolen Schmugglermantel. Ja. Um uns beiden ein bisschen zu helfen, ein bisschen weniger so auszusehen, wie wir aussehen, würde ich sagen, dass ich Vex meinen Mantel gebe. Damit habe ich schon mal wieder keinen Mantel an, bin ich direkt auffällig als Pesh und Vex ist nicht direkt auffällig als Vex. Okay, und wie tarnt ihr den Wookie? Gar nicht. der darf auf einen vielen laufen, das ist unser Hund. Nichts da. Das solltest du ihm besser nicht vorschlagen, zumindest solange du an deinen Armen und Beinen hängst. Was laufen da für Passanten rum? Normale. So Mos Shooter ist halt so ein kleines Dorf vom Verhältnis her, wo halt viel kriminelle Geschäfte laufen. Das heißt, ihr habt halt irgendwelche heruntergekommenen Typen, die halt alle so aussehen, als würden sie wahrscheinlich irgendwie für ein paar Credits jeden verkaufen, solange es irgendwie geht. Es ist um die Uhrzeit aber wahrscheinlich noch nicht so viel los. Es ist halt heller Nachmittag und die Hauptaktivitätszeit hier ist halt nachts. Allein schon, weil da halt nicht die Sonne so brennend am Himmel steht. Gut, da ich dann halt nichts habe, um mich zu verdecken, laufe ich einfach unserem Pasch hinterher und hoffe auf das Beste. Ich auch. Wie spät ist es denn? Mittag rum. Mann. Dann geht's ja noch. Okay, gut. Dann gehen wir, denke ich mal, alle zum Schrottplatz. Ja, ihr kommt zum Schrottplatz selbst. Ich nehme jetzt einfach mal einen von euch als Symbol, um anzuzeigen, ihr seid da, so. Ihr kommt ja in so einen typischen Schrottplatz rein. Es gibt vorne eine Verkaufshalle mit einem Tresen. Man sieht schon nach hinten raus, ist irgendwie so ein großer Bereich, wo ein Haufen Schrott liegt. Hinter dem Tresen befindet sich ein älterer, ein bisschen heruntergekommener Mann, ihr kennt seinen Namen, Vaughn Tellovis. Ihr wisst wahrscheinlich als Lebende hier schon auch, dass das vor allem ein ziemlich grimmiger Typ ist, der halt irgendwie immer schlecht gelaunt ist. Neben ihm ist seine R5-Einheit. Es dauert ein bisschen, bis ihr euch bemerkt, bis ihr aber mitbekommt, dass ihr reinkommen seid. Und als ihr euch bemerkt, dreht er sich erstmal wütend zu seiner R5-Einheit um, schnauzt ihr einfach wegen, du Blechkopf, du sollst mir doch Bescheid sagen, wenn hier jemand reinkommt. Du bist ja zu gar nichts nutzt. Wenn du hier schon nichts kannst, geh halt wenigstens nach draußen und zerleg die Autoteile weiter. Und dreht sich dann zu euch und mit einem sehr aufgesetzten: Ach, meine Gäste, schön, dass Sie da sind. Was kann ich für Sie tun? Wobei man halt selbst ein Blinder mit dem Krückstock ihm sofort anmerkt, dass er nur versucht, freundlich zu sein. Er euch aber genauso wenig mag wie jeden anderen hier. Wie hieß er nochmal? Vaughn Tellovis. Hallo, Tellovis. Wir könnten deine Hilfe brauchen. Wir suchen nach einem wichtigen Teil. Einem wichtigen Teil? Wie kann ich euch weiterhelfen? Hast du so einen Hypermaterie-Zünder?
Ein HMRZ? Da, ja, genau, das suchen wir. Leider nein. Ich habe meinen letzten gerade reservieren lassen für Captain Trax. Der wird sich in ein paar Stunden abholen. Ach komm. Captain Trax, du weißt doch, was für ein Arschloch der ist. Ich bin viel netter zu dir. Ich bin auch immer so nett zu dir. Wie wär's denn, wenn du mal eine Ausnahme machst und ein Auge zudrückst und Captain vielleicht. Trax bezahlt besser? Man hört so wie ich das Fragezeichen in seiner Stimme raus. Das behauptest du jetzt? Na, aber was würdest du mir denn dafür bezahlen, Pesch? Moment. Also du kannst, wenn du möchtest, da du ja keine Preiswerte fragen kannst, du kannst gerne versuchen, einmal auf Verhandeln zu würfeln, um ihn davon zu überzeugen, wie viel du aus ihm rausbekommst, weil es ist offensichtlich, der gute Mann wird jedes bisschen für machen, um da halt irgendwie Geld rauszuschlagen. Ich könnte dir jetzt direkt schon mal 400 Credits anbieten. 400. Das ist schade, das ist schade. Das wird nicht reichen. Da musst du schon ein bisschen mehr springen lassen. Würden wir denn zusammenlegen, Jungs? Okay. Ja. Wenn wir alle zusammenlegen, müssen wir so ungefähr 1200 Credits haben. Ja, kann ich mal kurz, dann möchte ich mal verhandeln, wie. Machen wir das. Das sind Und die. zwar, wir kommen jetzt zu konkurrierenden Proben. Du nimmst deinen Wert in Verhandeln Ja. und du bekommst als Schwierigkeit seinen Wert in Verhandeln. Verhandeln ist Negotiation. Habe ich schon. Sein Wert beträgt zwei lilane und einen roten, die dir reingerechnet werden. Okay. Dann möchte ich mal gerne verhandeln, ob wir nicht vielleicht mit 800 vielleicht gerade kommen. Du hast einen Misserfolg. Das heißt, deine Verhandlungen laufen nicht gut. Dein angestrebter Preis wäre tatsächlich mit 800, hast du da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Du weißt, ein guter Preis für das Ding wäre so 600, im schlimmsten Fall. Jedoch ist er dazu bei Westen nicht bereit. Er verlangt von dir 750, die er bar auf die Hand haben will. Dann tut er so, als wäre das Ding aus seinem Laden geklaut worden, wenn Trax danach fragt, um es abzuholen. Ja, guck mal. Siehst du, wir sind doch zum Ziel gekommen. Ja. Naja, das wären für jeden von euch 250. Das ist mehr als die Hälfte eures Geldes, das ihr jeweils habt. Das dürft ihr nicht vergessen. Für Kippen reicht's noch. Ja, aber ihr müsst euch halt auch ernähren. Und wenn ihr hier weg wollt auf einem neuen Planeten, habt ihr wahrscheinlich auch keine. Also, das ist viel Sekunde. Geld. Während er verhandelt, kann ich mich hier irgendwie umsehen? Aber natürlich. Also in der Umgebung, ich würde gerne nach Wachtruinen Ausschau halten, Kameras oder versteckten Waffen. Ja. Perception, oder? Ja, Perception ist dafür eine angemessene Sache. Da kannst du für, ich denke, eine Schwierigkeit von 1 reicht ja nicht aus. Also das Ganze ist tatsächlich nicht allzu gut versteckt oder also nicht allzu irgendwie nichts, was sich versteckt oder sowas, was schwer zu entdecken wäre. So, abgerollt. Ein Erfolg und ein Vorteil. Ja, du stellst fest, also es gibt tatsächlich hier nur zwei lebende Wesen in diesem Schrottplatz. Das eine ist halt Vaughn Telvis selbst. Ein schon recht alter und gebrechlicher Mann. Das andere ist halt diese R5-Einheit, die gerade mit so einem traurigen nach draußen gerollt ist, um da halt irgendeine Arbeit nachzugehen, die ihr wahrscheinlich nicht allzu viel Spaß machen wird. Also sehe ich keinerlei Bedrohungen. Ich stelle Nein. mich, um die Verhandlungen natürlich zu unterstützen, hinter den Händler und gucke ihn von oben aus an. Also du Sehe möchtest ihn bedrohlich tatsächlich aus. bedrohen und einführen. Ja. Klar. Du kannst, wenn du möchtest, gerne auf einschüchtern würfeln. Ich bin jetzt gerade überlegen, was das Ganze auf Englisch heißt. Ah, genau. Coration. Dürfte das richtig sein? Coercion? Coration, ja. Dürfte das Richtige sein. Da dürfte Luffring auch ziemlich gut drin sein. Deine Schwierigkeit ist ein lilaner und ein roter, denn tatsächlich lässt er sich deutlich leichter bedrohen als überzeugen. Okay, Coercion habe ich zwei grüne. Ui. Was? Müsste Luffring da nicht deutlich besser sein? Nein. Das ist ja eigentlich auch eher mehr Überzeugung, aber naja. Also es ist halt Ja, Überzeugen bedrohen unter gibt es Androhung irgendwie von nicht. Gewalt. Ja.
Wieso ist der da nicht gut? Mann. Du hast... Ach nee, das war deine Wahrnehmungsprobe. Zu weit gedacht. Ja, wie gesagt, Schwierigkeit so. Ist ein lilaner und ein roter. Würfel. Mist. Und du siehst also wirklich groß und bedrohlich aus, aber wenn dann so ein, wenn du halt so ein von dir gibst, dann versteht er halt kaum, also der ist scheinbar nicht gut darin, Wookies zu verstehen, der versteht einfach nicht, ob du ihn nach einer Kippe fragst oder ihm sagen willst, ich hacke dir den Kopf ab, und das sorgt dann einfach dafür, dass er nicht wirklich eingeschüchtert von dir ist. Kann ich ihm das übersetzen? Dann kommt er dich wahrscheinlich ungläubig an, so ein ja, das natürlich sagst du das jetzt. Okay, gut. Hat er das Gerät dann schon raus, also liegt es hier irgendwo rum in dem Raum? Nö, weißt du, wie das aussieht? Nein, aber ich würde gerne, naja doch, eigentlich müsste ich das wissen, ich bin da Techniker. Du bist Techniker, aber du weißt ja schon, wie man das einbaut, aber wie es jetzt das passende Gerät für diesen Art von Frachter aussieht, schwer zu sagen. Also du siehst es hier zumindest offensichtlich. Also ich, du könntest natürlich fragen, ob er euch das zeigen kann oder so etwas, aber hier ist es so erstmal nicht. Gut, dann würde ich genau das fragen. Also, beziehungsweise, damit ich nicht so auffalle, würde ich zu Pasch rübergehen und ihnen halt sagen, dass er dieses Gerät ihnen lieber erstmal zeigen lassen soll. Ja, kann ich da mit Charisma, mit diesem Charme. Ja, tatsächlich, also daher halt sieht, dass ihr ihm viel Geld dafür bezahlen müsst, ist er bereit, euch das zu zeigen. Das ist halt im Endeffekt ist es halt eine kleine Box mit diversen Kabeln, die da rausgehen und ein paar Kabel, die auch gefühlt reingehen. Sieht für 41 Vex aus wie ein funktionstüchtiger Antrieb, soweit von außen. Und ihr könnt euch auch einprägen, wie das Ganze aussieht. Kann ich den scannen? Ja. Du kannst halt ein Datenpad drüber scannen, ist halt ein Hypermaterie-Reaktor-Zünder, das ist halt, lässt sich normal scannen. Es geht darum, ob der jetzt so komplex aufgebaut ist, ob man den nicht selber zusammenbauen kann. Das wirst du nicht hinbekommen. Also der braucht technisch gesehen tatsächlich schon einige Teile, die halt nicht selbstverständlich sind und die halt vor allem auch irgendwie wahrscheinlich mehrere Stunden Arbeit bräuchten, um es zusammenzusetzen, was ihr halt an Zeit nicht habt. Okay. Wollen wir das Ding einfach klauen und dem eins übers Ohr hauen? Ja, das würde ich sagen, oder? Du stehst doch schon direkt hinter ihm, oder? Dann will ich einfach sagen, ja, danke für das Teil. Und ich mach dann mal das Licht aus. Ich dreh die Axt und hau mit der stumpfen Seite zu. Gut, dann hau zu. Schwierigkeit halt Nahkampf immer 2. Okay. Moment, wo ist mein Nahkampf? Ja, das sieht doch super aus. Du donnerst ihm die Axt auf den Hinterkopf und der ist down and out. Der ist weg. Kein Problem. Und ihr könnt euch das Teil mitnehmen und gehen. Habt jetzt natürlich ein bisschen mehr Zeitdruck, weil ihr wisst halt, dass sowas wird wahrscheinlich auffallen. Der wird sich wahrscheinlich direkt beim Hutten melden. Aber ihr habt das Teil. Wenn ihr schnell seid, könnt ihr schnell weg. Habe ich eine Plane vorhin entdeckt oder sowas? Oder einen Mantel oder irgendwas, um meine pelzige Figur zu verdecken? Da tut man... Ich würde... Der Mann handelt hier halt mit Schrott. Also du kannst, wenn du willst, so eine große Abdeckplane aus Plastik gefunden haben, aber wahrscheinlich wirst du, wenn du die trägst, nur noch mehr auffallen, weil die Leute sich wundern, ob da eine große Abdeckplane durch die Gegend läuft. Okay, lassen wir das. Kannst ja auch einen Eimer über den Kopf setzen. Ja, das macht natürlich viel besser. Ich nehme einfach einen Lampenschirm mit. Der kann eine Lampe spielen. Ja. Nee, ich würd vorschlagen, ich klebe dem erstmal ein Pflaster auf den Hinterkopf, damit er sich nicht so, damit er nicht gleich verreckt oder so. Ja, das ist nicht das Problem, der Wookie wird nicht so doll zugehauen haben, dass er ihn umhaut, sondern halt ein K.O. hauen, da kann man seine Kraft ja dosieren. Okay, gut, dann würde ich aber vorschlagen, dass wir ihn irgendwo in einem Schrank oder so einsperren, der hier in der Nähe, also in dem Raum ist. Klar, das lässt sich machen. Dann haben wir wenigstens ein bisschen mehr Zeit. Ja, wahrscheinlich bis irgendjemand da reinkommt, der etwas anderes kaufen will. Wir können ja einfach das Schild vorne auf Closed setzen. Genau. Ja. Das lässt sich tun.
Gut, dann haben wir schon mal mehr Zeit, ja, Leute. Und dann würde ich vorschlagen, dass Vex sich zum Raumschiff begibt und das Ding schon mal einbaut, während wir versuchen, im Kontrollzentrum das Ding freizukriegen. Okay, gut, dann werde ich das mal so probieren. Ihr müsst aber eins bedenken. Ihr habt keine Ahnung, was in diesem Hangar drin ist. Und Vex ist von euch der Kampfschwächste. Ihr wisst nicht, wo Trax selbst ist. Also, es ist risikobehaftet, wenn man an der Stelle die Gruppe splittet und einen kampfschwachen Charakter alleine irgendwo hingehen lässt. Aber ihr könnt das natürlich gerne tun. Aber ich wollte euch das vorher gesagt haben, bevor ihr euch gleich beschwert. In anderen Worten, es gibt einen Kampf im Hangar und wir sollten nicht alleine hingehen. Genau. Das würde ich jetzt so nicht zwangsweise sagen. Vielleicht gibt es auch Kämpfe dazwischen oder vielleicht wollte ich euch damit auch einfach nur ärgern, damit ihr die Gruppe nicht splittet. Das ist alles im Bereich des Möglichen. Ich wollte euch aber gesagt haben, dass es so eine Möglichkeit gibt. Nicht, dass es hinterher heißt, mir war nicht bewusst, wie gefährlich das ist, irgendwo reinzurennen. Also, ihr wisst halt, hier sind die Handlanger, das Hutten sind hinter euch her. Ihr wisst, dass Trax mit seinem Schiff natürlich auch selbst irgendwo ist. Und ihr habt euch jetzt auf jeden Fall, sobald der Vorn dort wieder rauskommt, noch mehr Verfolger an der Backe. Also, es ist echt gefährlich, hier alleine unterwegs zu sein, wenn man sich nicht verteidigen kann. Und von allen von euch ist Vex halt der Einzige, der sich wirklich gar nicht verteidigen kann, außer eine Granate zünden und hoffen, dass er sie nicht selber getroffen wird. Oder wir drehen es andersrum und Vex geht mit einem Wookie, mit unserem Lorik, zur Hangarbucht, für alle Fälle. Und ich gehe zum Kontrollzentrum, weil ich würde mal sagen, ein Wookie würde da ziemlich auffällig sein, wenn ich da versuche, mich da irgendwie reinzuscharmieren, dass sie es freischalten oder da versuche reinzuschleichen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Wobei, ihr könnt halt der Wookie kann halt immer hinter der nächsten Häuserecke warten mit der Axt im Anschlag, dass, falls eine Schlägerei entsteht, der Wookie da halt wieder wegkommt. Oder dazukommt und dich da rausholen kann, so rum. Du vergisst dabei, ich bin Pesh und ich glaube, ich schaff das schon. Das stimmt. Gut, ich folge dann dem lieben 41 Vex. Sehr schön, dann haben wir Pesh, der also zum Kontrollzentrum geht und der Rest, der sich zum Hangar bewegt. Ich würde sagen, ihr kommt ungefähr so bis dahin, bis Pesh beim Kontrollzentrum ankommt. Und wir springen erstmal zum Kontrollzentrum. Ich nehme euch da mal alle mit, damit ihr es mit beobachten könnt. Schub, da haben wir das Kontrollzentrum. Ich sehe schwarz. Richtig. Pesh kommt irgendwo hier unten an und ich fange an, euch langsam ein bisschen was von der Sicht freizugeben. Ihr seht, da siehst du dich selbst. Kannst irgendwie hier oben... Ich sollte euch die Wände vielleicht schon mit freigeben. Es gibt, glaube ich, einen. Genau, so kann ich ein bisschen mehr freigeben, dass man so ein grobes Gefühl dafür hat, was da zu sehen ist. Achso, wo muss ich denn da hin? Genau. Und vorne ist auch ein bisschen was zu sehen. So. Damit siehst du den Vorderbereich des Kontrollzentrums. Davor stehen zwei Sicherheitsdruiden. Oh, sehr schön. Ich mache dich nochmal ein bisschen kleiner, damit wir auch Platz haben. Auf der anderen Seite, also links auf der Seite, ist da nicht mehr, also geht nur die Wand weiter, ne? Du kannst dich, wenn du möchtest, dort erstmal umschauen. Das ist tatsächlich möglich. Ja, möchte ich. Und du entdeckst auf... Ah, ich mache das Ding einfach mal rundherum frei, denn du wirst dich da wahrscheinlich ausgiebig umgucken, vermute ich jetzt einfach mal. Würde ich tun, wenn mir die Gelegenheit gibt. Ja, natürlich, du hast ja, also ein gewisses Maß an Zeit hast du ja. So sieht das Ganze von außen aus. Dann würde ich erstmal einmal kurz in den Haupteingang reingucken. Ja, also wie gesagt, da vorne stehen zwei Sicherheitsdruiden. Du kannst dich natürlich vor die vorstellen, die gucken dich halt sehr, sehr skeptisch an. Und verlangen von dir halt zu wissen, wer du bist und was du hier möchtest. Ich bin Trash. Ich möchte gerne mein Raumschiff freischalten. Du bist Trax und möchtest dein Raumschiff freischalten. Okay, wir geben nach innen weiter, dass Trax sein Raumschiff losgelöst haben möchte. Wir werden aber wahrscheinlich die Daten dazu, ihre Bestätigungsdaten dazu haben müssen. Einen kleinen Moment. Einer der beiden Roboter begibt sich kurz nach innen. Und irgendwie kommt 2 Minuten später wieder mit so einem Datenpad in der Hand und das hat natürlich so einen biometrischen Scanner dran und meint, ja, Herr Trax, wir bräuchten einmal die Bestätigung Ihrer biometrischen Daten und hält dir dieses Gerät hin. Oh, die habe ich gerade nicht dabei. Ich komm gleich wieder. Aber Sie haben doch ich sehe Ihre Hände doch an Ihrem Körper. Nee, das sind nicht meine, das sind so mechanische Hände.
Okay. Ich habe die Hände verloren von, ja, es war eine lange Geschichte. Und jetzt, ich habe mir diese Dinger kopieren lassen, aber ich fand die mechanischen Hände viel besser. Gut, dann holen Sie eben Ihre Daten, Herr Trax. Sie werden uns hier natürlich jederzeit wiederfinden können. Alles klar. Dann gehe ich nach da oben hin. Da, wo ich gerade angepinkt habe, an den Seiteneingang. Ah, du gehst in den Seiteneingang, ja klar. Da ist eine Tür mit so einem kleinen Elektro-Terminal dran, die halt irgendwie, ja. Also, wo kannst du, möchtest versuchen, da reinzukommen? Was brauche ich dazu? Mit Infiltrieren oder Computertechnik, wahlweise. Entweder du knackst es halt technisch oder du knackst es im Computer. Also mechanisch oder Computers? Infiltration oder Computer. Ich habe hier keine Infiltration. Mal sehen, was das Ganze wohl im Englischen wäre. Stealth, das dürfte das Ganze sein. Achso, Stealth, ja. Es gibt auch noch was anderes. Was war denn das? Ich hatte das vorher noch gesehen und mir gedacht, was ist das? Und dann festgestellt, aha. Genau, Skullduggery, das dürfte das Passende sein. Pick a lock or a pocket using physical tools rather than programming. Skullduggery. Das klingt doch besser, weil ich da direkt auch gleich mehr Würfel habe. Ja, dann möchte ich gerne das Schloss knacken. Okay. Mit Skullduggery. Ich habe keine Ahnung, was das wirklich übersetzt ins Deutsche heißen würde, aber es klingt lustig. Wie Schädel oder sowas. Nein, das ist ein Skull mit Doppel-L. Ach so, na dann. Was habe ich da für eine Schwierigkeit? Ich würde zwei. Das ist Schwindelbetrügerei, Gemeinheit. Ja, ah, du hast auch gerade auf Leo nachgeschaut, ne? Okay, dann knick, knack, Schloss auf, ab. Nein. Oh. Das Schloss geht nicht auf, aber du hörst, wie innen drin eine Sirene losgeht. Oh. Abhauen zur anderen Seite. Okay. Du siehst, wie, du bekommst wahrscheinlich mit, wie einer der Roboter sich da halt hinbewegt, um sich dort umzugucken. An diesem Türschloss. Geht auch irgendwann wieder weg? Ja, das wird ein bisschen dauern, aber er geht wieder weg. Oh, ist wahrscheinlich so ein biepiges Nichts gefunden. So. Dann nutzen wir mal die NPCs aus und probieren es gleich nochmal. Okay, diesmal ist dein Wurf aber um einen Schwanzen erschwert, denn du versuchst halt etwas zu knacken, was bereits Alarm geschlagen hat. Okay. Yay! Du knackst die Tür. Tatsächlich, wenn du halt die Tür aufmachst, hörst du halt von drin noch lauter dieses Alarmbiepen, was halt noch an ist, wahrscheinlich irgendwie ein bisschen brauchen wird, bis es wieder weggeht. Findest dich dort in so einem kleinen Lagerraum wieder, der wiederum eine kleine, so eine Art Tür hat, die dort zu erkennen ist. Du kannst dich durch das Türschloss selbst umgucken und kannst da in diesen Raum bestimmt weit reinsehen, wenn du halt einfach nur durch das Türschloss durchguckst und siehst dort Folgendes. Es bietet sich der Einblick von so einem Computerterminal in der Mitte, da steht eine junge Dame dran, die das bedient. Es handelt sich dabei um Brian ist glaube ich passende Aussprechweise, und es stehen dort hinten auch offensichtlicherweise noch mindestens ein weiterer Sicherheitsroboter vor einer Tür, ja, ich glaube, ich gebe dir noch ein kleines bisschen mehr Sicht, denn ist das leichter zu entschlüsseln. So, der steht da vor so einer Tür vor. Ach, ist alles sehr kompliziert hier drin. Und ich sollte sie mal ein bisschen kleiner machen, die gleiche Größe haben wie du ungefähr. Wie kommt man hier am besten durch? In welche Richtung geht denn die Tür auf? Das ist so eine zur Seite Slide-Tür. Kann ich hier so ein Stückchen aufmachen, so ganz leise und dann ein bisschen mehr vom Raum sehen? Ja, du kannst dafür mal einmal auf Perception würfeln, wie viel du siehst, bevor es für dich deiner Einschätzung nach zu gefährlich wird. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Du schaffst es ohne Probleme, den Raum weiter einzusehen. Und du hast noch einen Vorteil, wenn du den für irgendetwas nutzen möchtest. Sag mir gerne, wofür.
Kann ich ihn nutzen, nachdem ich sehe, was ich... Ah ja, okay. Ja, du bekommst noch ein bisschen was mehr zu sehen. Ist jetzt interessant, wie ich das Ganze hier... So ist das, denke ich, in Ordnung, wie schnell du siehst. So halbwegs. Das habe ich befürchtet, dass da noch so ein Roboter steht. Ja. Ja. Lagerraum, sagst du, ist das hier, ne? Ja, da stehen halt so alte, kaputte Computerteile und sowas rum. Schade. Ich habe nämlich auch keine Ahnung, wie ich aus der Situation wieder klug werde. Ich würde mal annehmen, Sicherheitsregeln. Ihr habt Kommunikatoren. Du kannst ohne Probleme mit deinen Teamkollegen dich besprechen. Vielleicht haben die ja Ideen. Du kannst denen ja beschreiben, was du siehst. Vielleicht fällt denen ja etwas Passendes ein. Ja, hallo, Beschreibung. Ich tippe 41 Wex auf die Schultern und frage ihn einfach, warum lockst du nicht einfach einen zu dir? Ich habe doch noch die Vorteile. Ja, dann mache ich das. Also du möchtest deine Vorteile nutzen, um was genau zu tun? Den hier irgendwie darauf aufmerksam machen, dass da im Lagerraum was ist, dass er sich eben umschaut. Nein, ich würde eigentlich erst vorher gucken, ob der jetzt in den Raum hineinschaut oder in den verdeckten Raum reinschaut. Ich würde mal... Also ich hätte jetzt angenommen, dass sie einfach in den großen Raum reingucken. Richtig, also die stehen da halt und gucken sich immer wieder um, drehen sich so ein bisschen von links nach rechts, sind auf jeden Fall momentan in Alarmbereitschaft, weil irgendjemand ja vorhin einen Alarm ausgelöst hat, hust, und scannen halt den Raum auf gefährliche Bedrohungen. Kann ich mich als Vex an das Alarmsystem hacken und das ausschalten? Könntest du musst dafür aber auch rein. Dann gut. Kann ich nicht wireless sein? Na, dann gehen wir da auch hin und machen wireless gibt es nicht. Also klar, ihr könnt, wenn ihr wollt, beide gerne hier mit hinkommen. Vielleicht ein bisschen Radau am Eingang machen, dass sie da weggehen. Du siehst den Wookies Augen rollen, Vex an der Schulter greifen und auf den Weg zum Raumhafenkontrollzentrum machen. Ja, plöpp, ihr taucht beide auf. Ich denke, da man da ja an der Stelle Zeit hat, kann ja Pesch lange noch warten, dass ihr da auf jeden Fall da seid. Okay, gut. Ich würde mich jetzt zu Passion in hinten begeben und dort irgendwie auf die Konsole zugreifen wollen, dass ich den Alarm ausschalte. Also Konsolen, die du erreichen kannst, gibt es hier im Büro welche? Dort unter anderem oder halt mehr an anderen Seiten des Büros? Oder halt hier oben große Terminals, da musst du halt dran. Es gibt auch hier noch ein Terminal. In dem Lagerraum selbst ist halt maximal vielleicht ein Bedienfeld für eine Tür, die man hacken kann. Und die Tür nach außen habt ihr halt schon aufgemacht. Das ist also nicht das Problem. Ja, Lorik. Kannst du dir irgendwie nach draußen locken? Ich guck mir erstmal die beiden Wachen hier vor mir an. Was sind das für welche? Kann ich die einschätzen, wie stark die sind? Das sind beides Sicherheitsdruiden der Raumfahrtbehörde. Die sind so ein bisschen wie diese, so vom Aussehen her ein bisschen besser als die Druiden der Freihandelsorganisation aus den Episode 1 bis 3. Die waren ja sehr, sehr klapprige Druiden. Das hier ist vielleicht so ein bisschen stabiler, aber so von deiner Krafteinschätzung her, wahrscheinlich mit einem guten Hieb würdest du jeden von denen klatschen bekommen. Gut, ich versuche mich erstmal ranzuschleichen an den von mir aus rechten. Ja, dann würfel doch mal auf Stealth. Oh Gott, Nook jetzt Stealth. Die Schwierigkeit dabei ist 2, weil er eine Wachsamkeit von 2 hat für so etwas. Du hast 2 Erfolge, aber eine Bedrohung. Also während der hier irgendwie, was ich wahrscheinlich mit dir ein bisschen dabei weg, kannst du dich halt hier so an diese Ecke ranschleichen und halt neben ihn halbwegs stellen, die Ecke ist dazwischen, aber halt nah genug, dass du mit einem einfachen Hieb da etwas bewirken könntest. Gleichzeitig bekommst du für diese eine Bedrohung aber auch eine Erschöpfungsstufe, weil das halt echt anstrengend ist, sich darauf zu konzentrieren, keine Geräusche zu machen.
Gut. Moment. Strain, ne? Oh, ab. Okay. Gut, dann würde ich zuhauen. Gut, gib ihm Saures. So, ich ziele vorher wieder. Ich stehe ja fast hinter ihm. Mhm. Was bringt Zielen? Einen blauen. Und zwei lila, schätze ich. Richtig, die Nahkampfschwierigkeit ist immer zwei. Oh, ich muss sagen, der andere hat es gemerkt. Also, du nimmst halt deine Vibro-Axt, du stemmst die halt, du schlägst halt irgendwie zu, drängst die in seinen Oberkörper rein und die vibriert sich und ihr leicht schon einfach von oben bis nach unten durch diesen Körper durch. Man hört so ein leichtes Zischen und Knistern, als dieser Roboter sich halt in Stücke auflöst. Gleichzeitig schlägt in dem Moment drin aber auch ein Alarm an, der dafür sorgt, dass die alle darauf Aufmerksamkeit sind. Und damit haben wir jetzt tatsächlich den passenden Moment, um damit ihr kennenlernt, wie Initiative funktioniert. Denn bisher haben wir die ja sehr einfach gehandhabt und jetzt wird sie ein bisschen komplexer. Und zwar braucht jeder von euch davon, abhängig davon, was er gerade macht, Würfe. Entweder, wenn er Herr der Lage ist und darauf vorbereitet ist, dass ein Kampf kommen wird, Coolness, ansonsten Wachsamkeit. Das ist im Englischen Cheat Vigilantes? Ja, genau, Vigilance. Vigilance, genau, Vigilance. Das andere ist halt cool. Ich denke, recht einfach zu finden. Und damit erwürfelt ihr Slots für euch und die Gegner. Aha. Gut, okay. Also, wonach muss ich jetzt gehen? Also, zuerst, ihr habt keine Schwierigkeit. Du als Ludwig bist ja vorbereitet darauf, dass das Ganze passieren wird. Das heißt, du darfst auf Coolness würfeln für deine Initiative. Ja, alle anderen, die halt nicht damit rechnen, dass so etwas passiert, würfeln auf Vigilance. Ich habe noch gesagt, der soll da Radau beanstalten. Ja, Radau. Ja. Aber du hast halt nicht damit gerechnet, dass jetzt Alarm losgeht und ein Kampf ausbricht. Das heißt auch nicht, dass ihr in dem Moment Kampf mitmachen müsst. Aber es ist halt recht interessant zu wissen, was für Slots ihr dann habt. Okay. Ich bleibe cool. Du hast drei Erfolge. Also haben wir schon mal einen SC bei 3. Oh Gott. Wie viele? Achso. Einfach nur den grünen rollen lassen. Genau. Und Es geht um Erfolge und um Vorteile, damit wir halt bestimmen, wie viel da jeweils von vorhanden ist. Und dann sind die Gegner, was haben die denn in Wachsamkeit? Ach, die haben ja gar nicht so viel. Das macht das ja recht einfach. Der erste von denen hat auch 3 Wachsamkeit, ist natürlich nett. Der zweite ist bei einer Wachsamkeit und 2 Vorteilen. Und der nächste ist bei einer Wachsamkeit. Das heißt, im Zweifelsfall haben die SCs Vorrang. Das heißt, Lovrig ist immer noch als allererster dran mit seinen 3 Erfolgen. Dann kommt der 2 Erfolge hat von dem Slot-Order her. Dann haben wir jemanden mit einem Erfolg. Nee, Moment. Doch einen Erfolg und 2 Vorteilen. Was halt also wenn die Erfolge gleich sind, gelten halt die Vorteile. Danach kommen wiederum 2 Slots von euch. Und zu guter Letzt ein letzter NSC-Slot. Das heißt, es darf tatsächlich einer von euch anfangen. Wir haben immer einen Wechsel. Ist ja interessant. Fast immer ein Wechsel. Nee, die sind 2 mit. Einer von euch fängt an. Wer ist das und was möchte er tun? Ich würde sagen, Lorik, dass er erstmal den anderen ausschalten kann, damit er sich auf die anderen 2 vorbereiten kann, die ihm gleich entgegenkommen. Würde ich auch so sagen. Okay. Immer den Tank vorschicken. Also, ich ziehe die Axt aus dem Roboter und stürme auf den nächsten zu. Sehr gut. Du hast erstmal eine Bewegung dahin, was ein Manöver ist. Währenddessen siehst du natürlich ein bisschen was von dem Raum, was ich dann halt noch irgendwie freigeben kann. Was man irgendwie hier so als Sichtbereich erzeugt. Und hier auf der anderen Seite wahrscheinlich ebenso. So, und dann darfst du natürlich ohne Bedenken auf ihn draufhauen. Dafür bist du ja da. Gut. Ich ziehe dir wieder. Mhm. Nahkampfschwierigkeit Nummer 2. Ja, du hast wieder eine Bedrohung. Das heißt, du sammelst wieder eine Erschöpfung an und machst ihm dann die 3 plus Waffenschaden war, glaube ich, 8, oder? 7 habe ich mit der Axt. Okay. Plus 1, weil ich ja noch verletzt bin. Stimmt, du bist immer noch verletzt. Dann sind das
8 plus 3 sind 11. Davon zieht er seine, was hat denn der für ein Wundlimit? Er zieht seine 3 Absorptionen ab und hat ein Wundlimit von 8. Das heißt, auch den bekommst du damit genau tot. Du, nicht so galant wie den vorherigen, aber du hackst halt ein paar mit deiner Vibro-Axt auf ihn ein und reißt ihm halt irgendwie wahrscheinlich wie so einen Arm weg und haust ein Bein kaputt und er geht bieb zu Boden. Ich trete den Roboter beiseite und drehe mich in Richtung Eingang. Ja, da ihr hier gekämpft habt, ist das ja die angemessene Stelle dafür. Ja, drinnen sind 2 Roboter, die möchten jetzt natürlich agieren. Und zwar, der erste von denen bewegt sich hierhin und möchte schießen. Die verwenden ihren Arm diese auffahrbaren kleinen Geschütze, wo halt Blasterpistolen rausschießen können. Und möchten damit auf dich schießen. Die Distanz von dort oben zählt tatsächlich noch als erweiterte Distanz, was eine Schwierigkeit von 2 verursacht. Und sie sind ziemlich gut im Schießen. Der bekommt damit einen Erfolg, 2 Vorteile. Diese 2 Vorteile möchte er nutzen, damit für den nächsten Kollegen, der auf dich schießt, der wiederum einen Bonus bekommt. Und er macht dir dann 7 Schadenspunkte damit. Kleine Verbrennung, passt schon. Ich gehe mal davon aus, da du dich da befindest, wirst du noch ein bisschen mehr sehen können, deswegen gebe ich hier nochmal den restlichen Bereich frei. Habe jetzt 4 Schadenspunkte insgesamt von 18. Das sollte ja noch recht human sein und wenig Probleme machen. Der nächste Roboter bewegt sich dort auch hin, muss sich halt ein bisschen hier unten hin bewegen, möchte auch auf dich schießen und kriegt dadurch, dass der andere halt gerade Vorteile gegen dich hatte, selbst einen blauen Würfel dazu und schießt. Schafft dabei aber nicht viel, außer die Wände neben dir zu treffen, wo halt so ein bisschen Steinschlag ist nicht das richtige Wort, aber wo halt so ein bisschen kleine Kieselchen abbröckeln und so ein bisschen Steine wegfliegen, als sie halt die Schüsse neben dir einschlagen, wenn du dich wahrscheinlich wieder ein bisschen zu Boden duckst. Und es ist tatsächlich für ihn recht anstrengend, weswegen er einen Erschöpfungsschaden dafür bekommt. Was bei NSCs generell heißt, sie bekommen einen Schadenspunkt, weil so funktioniert, die haben generell keine Erschöpfung, außer sie sind wichtige oder coole Charaktere. Dann haben sie unter Umständen mehr. Ihr wohnt oder so? Erstmal, upsi, ich habe gerade aus Versehen die Aufnahme ausgemacht. Jetzt ist sie wieder an. Geschickt wie ich bin, habe ich da eine Taste für. Die Frau hinter dem Terminal wird wahrscheinlich tatsächlich, die war noch nicht dran. Also die hat darauf noch nicht reagiert. Sie ist aber auch in ihre Arbeit vertieft. Also es kann durchaus sein, also von deiner Einschätzung her kann es durchaus sein, dass die das einfach ignorieren wird. Dann sind wir jetzt dran, oder? Ja. Das ist richtig. Dann möchte ich doch zu ihr hinrennen und sie so von hinten greifen und ihr einen Blaster an den Kopf halten und sie überzeugen. Okay, und dann das Raumbuch freizuschalten. Würfel doch mal auf Einschüchtern gegen ihre Disziplin. Ihre Disziplin. Das ist ein Roter, der für dich da das Ganze erschwert. Einer? Ja. Und das ist Coercion. Richtig. Okay. Ja, du sammelst eine Erschöpfung, weil du halt dieser Sprinter ein bisschen anstrengend ist und du halt auch dabei nicht willst, dass die Roboter dich bemerken, musst dich halt auf ein bisschen konzentrieren, aber drängst dich halt hinter sie, hältst dir den Blaster an den Kopf und sie stockt halt so ein bisschen so ein Schlucken, so ein Moment von oh fuck, schreit aber nicht auf und versucht sich halt so ruhig zu verhalten, dass sie dich damit nicht verärgert. Möchtest du noch irgendwie ihr irgendetwas, wobei du hast dich bewegt, du hast was gemacht, das ist tatsächlich eine volle Runde gewesen. Nächste Runde kannst du davon überzeugen, irgendetwas machen zu sollen, zu wollen. Okay. Was möchte denn 41 Wex diese Runde tun? Also ich würde gerne diesen Alarm endlich abschalten, weil das Problem ist, wenn das irgendjemand draußen mitbekommt, dann wird Verstärkung am Rücken, das wäre nicht so richtig klug. Das ist richtig. Du kannst dich, wenn du möchtest, gerne dort zur Konsole gehen, genau. Außerdem, während du das machst, du darfst jetzt einmal auf Computer würfeln mit einer Schwierigkeit von 2, fällt euch beiden etwas auf. Ihr habt ja hier diese große Fensterfront und ihr seht, wie dort gerade ein Raumschiff von außen angeflogen kommt. Ihr könnt auf dem Terminal vor ihr ohne Probleme sehen, dass sie da wohl gerade Landekoordinaten hingefunkt hatte oder hingeschickt hatte. Und dabei bei dem Ganzen handelt es sich um ein imperiales Shuttle der Lambda-Klasse. Das sind so diese imperialen Transport-Shuttle, die so ein bisschen aussehen wie ein umgedrehtes Y, die halt so 2 Beinchen haben, die man hochklappen kann. Mhm. Die irgendwie im Film immer verwendet wurden, um Darth Vader durch die Gegend zu fliegen oder andere wichtige Personen. So ein Shuttle ist das. Oh.
ich möchte an der Stelle sagen, Darth Vader kann euch hier wohl nicht begegnen, aber es gibt im Einsteigerset ein Token für einen Rancor. Nur um euch da vorgewarnt zu haben. Was ist ein Rancor? Ich glaube, da passt er nicht rein. Ein Rancor ist das Viech, das Jabba the Hutt im Film hatte, das Luke dann erschlagen durfte, dieses riesige Monster. Ach, das, ja, das wird da definitiv nicht reinpassen. Da wird nur ein Politiker wahrscheinlich ankommen. Das ist richtig. Gut, okay, ich habe einen Erfolg und einen... Vorteil, ja, du schaffst es, den Alarm auszudrehen mit so ein paar... Du hast ja als Druid auch so kleine, ich hätte jetzt gesagt, also so kleine Stäbchen, die man halt verbinden kann, so ähnlich wie R2-D2 das im Film gemacht hat, fährst halt so ein Stäbchen aus, drehst das an einen Port an der Konsole, fängst an ein bisschen zu drehen und dann geht der Alarm aus. Wunderbar. Ja. Und damit haben wir für diese Runde, glaube ich, alles gehabt, außer irgendjemand schreit und sagt, da ist noch was anders. Und das heißt, wir haben die nächste Runde und es darf wieder jemand von euch anfangen. Gut, ich bewege mich wieder. Und zwar, ich sehe beide Roboter auf mich zielen, beziehungsweise mich sogar einmal getroffen haben. Deswegen gehe ich einfach mal, Moment, hier hin. Okay. Zu, oder weiter nach links und lass sie kommen. Du raus aus der Schusslinie. Hinter der Ecke, okay. Möchtest du sonst noch irgendwas tun? Du hast ja prinzipiell eine volle Aktion zur Verfügung. Gibt nicht viel, was ich tun kann. Laut Grunzen, damit es auch tatsächlich kommt. Also du kannst. Sonst könnten sie sich ja umdrehen. Wir können von mir aus sagen, dass du quasi deine Aktion aufbewahrst und auf den ersten, der um die mit deiner Axt erhoben hinter der Ecke stehst und einfach auf den ersten, der um die Ecke kommt, die Axt runterdonnern wirst. Ja, so war das gedacht. Also regeltechnisch würde das wahrscheinlich nicht funktionieren, aber wir machen es einfach so, weil es halt angemessen ist, dass du natürlich wartest und du mit deiner Axt da stehst. Einfach nur, wenn es ein Film wäre, würde man halt jetzt sehen, wie sich irgendjemand auf diesen Torbogen zulegt und man sieht halt hinter der Ecke den Wookie mit dieser riesigen Axt und breit grenzend wartend. Und genau das passiert auch. Der erste Druide bewegt sich bis dahin und erschrickt wahrscheinlich jemand, indem da von oben eine Axt auf ihn runtergeschossen kommt. Bitte, greif ihn ruhig an. Ja, das ist platt. Jo. Du machst damit 12 Schaden. Mit deinem einen Vorteil könntest du eine Erschöpfung heilen, falls du noch irgendwelche hast. Jo, das machen wir mal. Ansonsten reicht das halt dicker aus, damit du diesen Druiden einfach in einem Satz von oben in zwei teilst. Also man sieht halt, wie der Druide rausguckt und auf einmal so die vordere Hälfte von ihm abklappt, weil halt die Axt einmal von oben nach unten durch ihn durchgefahren ist und der Druide sich halt in zwei Teile aufteilt. Flupp. Der zweite Druide möchte auch gerne nach außen rennen, aber durch den anderen Eingang, weil er eben an seinem Kollegen vorbei wollte und hat halt gesehen, wie sein Kollege von der Seite zerschlagen wurde, sodass er sich halt in die Richtung dreht und schießt. Da er dich vorher nicht gesehen hat, gebe ich ihm dafür eine Erschwernis, denn er hat halt dann so gesehen einen Nachteil, weil er halt vorher nicht wusste, wo genau ich hinschießen muss. Hat aber den Vorteil, dass er näher dran ist als im Raum, sodass er tatsächlich damit nur eine Schwierigkeit von 1 hat. Ja, der sammelt einen weiteren Erschöpfungsschaden und macht dir selbst 9 Schadenspunkte. Der hat ganz schön gut getroffen. Gut. Dann würde ich sagen, dass wir wieder dran sind. Das ist richtig. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, die Brienne davon überzeugen, dass ihr etwas machen möchte. Ja. Muss ich da wieder auf Scham würfeln? Habe ich eigentlich. Sag mir einfach, wovon du sie überzeugen möchtest. Und dann sage ich dir, was passiert. Oder ja, Schätzelein, du hast da ein Raumschiff festgesetzt. Das möchten wir gerne wegfliegen. Kannst du das bitte freischalten? Aber natürlich, aber bitte erschieß mich nicht. Ich muss da an die Konsole. Ja, ich bewege mich mit ihr weiterhin im Griff, so an die Konsole dran, dass sie nicht auf doofe Gedanken kommt. Ja, ihr bewegt euch in die Konsole, kein Problem, und sie drückt halt irgendwelche Tasten und meint, es ist frei, bitte tu mir nichts. Sicher, dass es frei ist? Ja! Wir können ja nochmal zurückkommen, wenn es nicht frei ist. Ich glaub dir ja. Es ist frei, wirklich. Okay. Das Blasterfeuer von draußen und das Kreischen eines Wookies dürfte helfen. Ja. Komm auch nicht auf den Gedanken, das wieder festzusetzen. Ich mach nichts wirklich, aber bitte nicht schießen. Wer ist eigentlich das Flugzeug da vorne gerade? Dafür würfel mal nochmal auf einschüchtern, was du dafür aus ihr rausbekommst. Wieder mit dem einen roten? Yep. Coercion, ja. Achso, okay, ja. Genau der gleiche Wurf wie vorher. Das sind imperiale Sturmtruppen, die vom Hutten gerufen wurden.
Ah, well, shit. Scheiße. Ja, dann lasse ich sie los und ich kann aber jetzt nichts mehr machen, oder? Richtig. Und sie kauert sich wahrscheinlich hinter die Konsole und hält halt schützend ihre Hände über den Kopf und wimmert ein bisschen. Dann, ja, dann war's das. Gut. Und Vex. Ich gehe zu ihr rüber und frage sie ganz herzlich, so wie ein Druide es machen kann. Sind Sie mit Ihrem Job zufrieden? Jetzt nicht mehr. Weint, fängt wahrscheinlich an leicht zu weinen. Okay, weil sonst hätte ich ihr nämlich das Angebot unterbreitet, dass sie mich mitkommen könnte. Ich glaube, die hat zu viel Angst vor euch. Sie würde sich niemals als irgendetwas anderes sehen, außer als Geisel. Alles klar, gut. Und wahrscheinlich, wenn du ihr anbietest, wirst du sagen, hey, bitte verschleppt mich nicht, ich habe Familie, mein kleiner Junge wartet zu Hause auf mich. Gut. Wenn du den Alarm auslöst, dann kommen wir zurück. Ich mach nichts, wirklich. Zum Schluss würde ich gerne, würde es auffallen, wenn man das Computersystem hier abschalten würde? Wahrscheinlich ja, weil dann würde die komplette komplette Luftsteuerung ausfallen. Dann das würde halt sofort auffallen, weil es halt Probleme gäbe. Das wäre interessant, weil wir gerade nämlich ein Landungsschiff von den imperialen Truppen was halt gerade gelandet ist, das ist richtig. Gut, das müsste ja eigentlich auch festgesetzt werden. Was ist, wenn draußen ein Sandsturm aufkommt und das Landungsschiff dann irgendwie durch die Gegend schleudert? Dann würde wahrscheinlich der Hangar, in dem sich das befindet, beschädigt werden und es würde sehr schnell auffallen, dass die Krallen nicht richtig ausgefahren wurden und es würde jemand hier hinkommen. Naja, würden damit die Truppen verletzt werden? Die an Bord sind, ja. Diejenigen, die rausgekommen sind, wahrscheinlich nicht, weil die halt dann nicht mehr an Bord sind. Leute, würde sich das lohnen? Ich kann gerade nicht genau folgen, was du vorhast. Naja, ich habe vor, das ganze Computersystem hier in dem Hangar abzuschalten, dass die Schiffe draußen, die im Hangar sind, nicht mehr festgehalten werden. Und wenn dann halt irgendwie eine heftige Windböe kommt, dann würde das Schiff beschädigt werden von denen. Das heißt, sie könnten uns nicht verfolgen, rein theoretisch, und vielleicht die Leute, die an Bord sind, könnten durch die Gegend fliegen. Kannst du gerne machen. Ich frage es halt, wie wahrscheinlich ist, dass jetzt gerade plötzlich ein Sandsturm aufkommt? Hier weiß man nie. Ich habe schon so einiges erlebt. Gut, okay. Dann würde ich gerne das Computersystem abschalten und da gibt es in Star Wars Money einen ganz klassischen, einfachen Weg zu. Du nimmst den Blaster und schießt ins Terminal. Das wollte ich gerade sagen. Irreparabel schädigen. Ja. Super. Alles klar. Muss ich dafür noch auf was würfeln? Nein. Kaputt machen ist nicht schwer. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, dass wir uns schleunigst von hier verziehen. Ja, aber wenn ihr beiden drin auf den Weg kommt, von hier wollen abhauen, steht draußen natürlich immer noch ein Wookie vor einem weiteren Roboter, der gerade auf ihn geschossen hat. Gut, und der Wookie ist auch dran. Gut. Da der letzte Schuss mich ja am Arm verletzt hat, schreie ich auf und stürme mit einer absoluten Raserei auf ihn zu. Okay. Kein Problem. Gib ihm Saures. Ja, da der Roboter schon erschöpft ist und dadurch halt Schaden genommen hat, wirst du ihn mit deinem neuen Schadenspunkt, den du gerade machst, auf jeden Fall zerlegen. Kannst dann irgendwie, wahrscheinlich wirst du irgendwie die Axt in ihn reinschlagen, die wird ein bisschen fester, dann nimmst du einfach deine Hände und reißt jemand irgendwie den Arm raus, ziehst den Kopf von ihm runter, also so eine pure Raserei, pflückst du ihn halt auseinander. Gut, ich grunze zufrieden, halte meinen Arm und gehe in Richtung meines Heilers. Sehr schön. Ihr trefft euch also wahrscheinlich irgendwie so ungefähr in der Vorhalle wieder. Hat doch alles gut geklappt. So, ich tippe. Du siehst den Wookie an, dass er auf jeden Fall offensichtlich verletzt ist und der Heiler sich um ihn kümmern sollte. Ja. Ich tippe ihn auf die Schulter und zeige auf meinen Arm. Und dann würde ich ihn natürlich sofort behandeln. Mich würde sehr interessieren, wie ein Wookie ein Bitte grunzt. Das ist das auf die Schulter. So, gut. Mal gucken. Ja, wieder Medizin. Wie viel Schaden hat Lovric jetzt? 9.
von 18, dann ist das prinzipiell schon schwieriger. Das heißt, du hast eine Schwierigkeit von 2 dafür, ihn zu heilen. Das sieht gut aus. Damit heilst du ihm einen Schadenspunkt und eine Erschöpfung. Ein Schadenspunkt und eine Erschöpfung? Ja. Das heißt, das müssen wir nochmal wiederholen. Ach nee, das war mein Ergebnis, was da steht. Ich frage mich gerade, wie sich das gerechnet, aber das war der andere Würfel.